la dio lo lo. Ho la do di do do. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Musik und Gesang im Wirtshaus. Grüß Gott, mein Name, ich war's, der Markus Tremmel. Und heute erwartet uns da im schönen Oberallgäu in Missen-Wilhams eine sehr, sehr unterhaltsame Sendung. Das da unten ist der Ort Missen und mittendrin der Brauereigasthof Schäffler. Und da haben wir heute, und mir kommt viel mehr her, die Musi schon bis da auf. Genau so ist es beim Schäffler, steppt der Allgäuer. Da soll ich schauen, dass ich dazukomme. Der junge Wirt, meine ich, und seine Frau, das junge Wirts-Ehepaar Grassl vom Schäfflerbrei. Siehst, da haben wir richtig ein musikantenfreundliches Wirtshaus. Holla, jo, lo, lo, holla, lo, di, du, du. Ja, lo, di, du. Das kommt man an, noch einmal. Ja, lo, di, du. Ich sag's ja, in Allgäu ist eine flotte Musi nie weit und dann geht's schon daher. So, wenn ich das recht sehe, müssen das die Kultivierten sein, stimmt's? Stimmt. Stimmt, gut. Du hast recht. Heute zu viert, ansonsten oft einmal zu dritt, oder? Mal zu dritt, mal zu viert. Wenn's zu viert, dann haben's die Kultivierten. Genau, und sonst die Kultidritten. Kultidritten, das ist eine Teufelsgeige da, oder wie? Ja. Wenn Sie so kultiviert seid, kann man bestimmt in die weite Welt schicken, oder wie weit ist ein Wirkungskreis? Ja, wo man uns anruft, fahren wir hin, wenn wir Zeit haben. Irgendjemand hat mir gesagt, bei den Norwegern habt ihr auch schon gespielt. Ja, norwegische Botschaft in Berlin waren wir mal eingeladen. Mit der Aufmachung? Mit der Aufmachung. Ein bisschen ein Problem haben wir gehabt mit dem Kontrabass. Kein Taxi wollte uns mitnehmen. Aber da hätten wir fast zu Kultidritt gespielt. Gut, ich glaube, dass es schon wieder weitergeht. Wollen wir uns gar nicht lange aufhalten beim. Eins muss ich noch sagen, ja, er kann jetzt wieder mitspielen, weil die Wintersaison ist beendet. Und weil. Ja, weil das eine Schneestange ist. Das ist ein Schnee, genau. Nur im Sommerbetrieb. Ja, das ist, nur ein Sommerspieler. Ja. Im Winter steht er so neben der Straße und wartet auf das. Gut, jetzt geht's aber weiter. Ich will ja nicht hetzen, aber. Runter, ja, ist ein bisschen. Und dann. Ja, geh auf! Da kommt ja mit seinem Schnupf der Bock hier her. Da die ihr mir sehr alt schneidet, die Hegel. Die Jungen singt und dann nennt sie ein Trinkpfiff, das ist so wie ein Paradies. Dass denn nicht alles so sei, ohne Hetz mit Quälerei, dass die Wirklichkeit so ihr Europa ist. Ja, das ist halt gar nichts. Ich muss nur schauen, dass der. Das ist Schere, denn doch
egal, ist ein Meter mit der Mann. Und am rundes Rohr, da bleibt schon das Wasser raus. Ist das in Maschine, wird gleich an. Ja, das ist schon eine Sache, und es hat halt am Meer, weil der Wirt mit dem Metzer wird. Also das Klatschen brauchst du noch nicht anschaffen, da im Oberallgäu. Gesang im Wirtshaus, heute aus dem Brauereigasthof Schäffler in Missen-Wilhams. Und das ist quasi die Kommandozentrale von dem Ort. Da sitzen alle da, die wichtig sind, glaube ich, die Wirtsfamilie und der Herr Bürgermeister Hans-Ulrich von Lahr. Herr Bürgermeister, gleich mal die Frage, die Fernsehzuschauer daheim fragen sich schon die ganze Zeit, was Missen-Wilhams eigentlich heißt. Ja, Missen-Wilhams, ein interessanter Name in der Tat. Ja. Missen steht für Mussen. Mussen wurden hier früher die Moose genannt, die Moore. Also ist davon auszugehen, dass es hier ein eiszeitlicher Moorsee mal war. Und aus Mussen wurde eines Tages Missen. Und Wilhams steht vermutlich Wilhelmswil. Die Silbe Wiel findet man ja an vielen Orten. Versteckt sich auch in Weiler, also kleine Ortschaft. Und Hams vermutlich für Hamm. Ark Hams haben wir ja auch an anderen Ort noch. Hamm, Heim, also letztlich eine Verbindung von kleinem Ort und Heim, Heimat, das verbirgt sich dahinter. Ja, jetzt bin ich aber überfordert. Ja, nein, ich hab mir gerade noch gemerkt, dass Wilhams daher kommt, wenn man ein Bier will, das Hams da. Ist im Grunde viel einfacher. Ja, das hätte ich dir so erklärt. Aber oder einen guten Williams dazu. Aber ja, eben. Jedenfalls ein sehr ungewöhnlicher Name, irgendwie nicht so geläufig. Die Wirtsfamilie, die ist Han, jetzt muss ich da vorne anfangen, haben wir die alle da. Die Nadine, den Sebastian, das ist das junge Wirtspaar. Und der Vater von Sebastian oder die Eltern, das haben der Hans-Peter und die Claudia. Es ist ja ein sehr altes Wirtshaus, gell, Sebastian, oder? Ihr feiert doch irgendwann ein Jubiläum jetzt. Ja, 2018 haben wir 550 Jahre Gasthof. 500 und Brauerei, weil Brauerei haben sie auch? Auch 150 Jahre. Haben wir 400 Jahre später angefangen. Ja, was habt ihr die ganze Zeit da vorher getrunken? Wein oder was? Da war ich noch mal dabei. Ihr macht eine besondere regionale Küche, glaube ich, oder? Der Grundsatz aus der Familie aus, den mir meine Eltern mitgegeben haben und den wir beide auch weiterführen wollen, ist die Regionalität, die regionale Wertschöpfung. Und das wollen wir auch leben und leben wir auch persönlich privat vor. Und wer vor 200 Jahren schon eine regionale Wertschöpfung betrieben hat, das ist der mit dem Limburger, weil da liegt das Bier, der Bürgermeister hat es mit. Ja. Der Karl Hirnbein, 1807 bis 1871, das war ein Sohn der Gemeinde und einer der ersten, einer der Pioniere, was die Käseverarbeitung anbelangt, oder? Ja, das kann man wohl mit Fug und Recht sagen. Ein tatsächlich großer Sohn der Gemeinde, damals allerdings noch der Gemeinde Wilhams, muss ich dazu sagen. Und der ist tatsächlich in die damalige Provinz Limburg gereist, hat sich dort angeschaut, was machen die da für einen Käse, nämlich einen kleinen Käse, nicht den großen Bergkäse oder Emmentaler, für den man sehr viel Milch braucht, sondern den kleinen Käse, den man auch in jedem kleinen Haushalt herstellen konnte. Und ist damit wirklich sehr erfolgreich gewesen und war auch in anderen Gebieten, übrigens auch im Tourismus, eigentlich der Pionier, hat 1852 auf dem Gründen hier unserem Hausberg sozusagen des Allgäus, im Wächter des Allgäus, hat er das erste Alpenhotel im Allgäu-Raum gebaut. Regional, lokal, Dankeschön, Herr Bürgermeister, machen wir gleich weiter. Und es geht schon weiter mit Normal Show, die Hanna von Dorf. Oh, das ist voll praktisch, wenn das Bier an der Schenke quasi direkt aus dem Brautank nebenan läuft. Müssten wir uns nachher schon auch noch anschauen. Ah, die Kartler, die spielen übrigens ein Kartenspiel, das heißt Schnauzen. Und das, glaube ich, gibt's irgendwie nur da. Yeah!
Warum geht das? Da leid's. Warum leid's? Aber jetzt pressiert's. Warum pressiert's? Schnauze hin, dann haben sie einen Durst, wenn's pressiert. Jetzt wird Schnauze. Und die Leiten, wenn sie was brauchen. Die Leiten, was sie brauchen. Da sind sie kurz vor dem Durst. Erklären, der Keiner ist etwas wert, gell? Schaut gut aus. Da hinten links, oder? Genau, da hinten links an einem großen Tisch. Okay. Oh. So. Das habe ich schon gesehen, das ist ein Verdursten heute, gell? Aber jetzt verstehe ich es. Heute war es auch, ist es gut? Na, heute so. Zum Beispiel der Schnauz. Ja, das passiert gar nicht. Da passiert gar nichts. Ja. Ober, die dritthexte Karte. Ja. Muss man ja nicht verraten, dass ich dieses Schnauzen 0,0 kapiert habe. Das gefällt mir gut an dem Spiel, dass man da noch jeder Rund trinkt. Ja, so, so. Ich glaube, die Männer da vorne haben einen sauberen Durst. Die kriegen jetzt ein Probierbredelbier. Wer wollte jetzt die Probierdinger da? Ja, genau. Ja, ist gut gesagt. Hinter Missen liegt übrigens gleich der Hauchenberg und drumherum gibt's 10 Blaskapellen. Und von denen haben heute einige herin da beim Schäffler. Für Anstrengendheit. Aber ich habe in der Zwischenzeit was zum Essen gekriegt. Keinen Enten- oder Hasenbraten, sondern was Gescheites, einen Schweinsbraten. Feines, feines Schweinsbraten. Hast du nicht gesagt? Kleine Pause. Das wäre ein guter Schweinsbraten, habt ihr das auch schon? Ja, klar. Der Koch in der Küche macht das gut. Spitzenmäßig. Ich meine, ich müsste nachher wieder mal in die Küche schauen. So, Andreas, ja, gell? Servus Markus, grüß dich. Ja, jetzt sind wir in der Küche beim guten Schweinsbraten. Machst du einen guten Schweinsi? Wo bist du eigentlich her? Von der Sprache her nicht direkt Allgäuer, gell? Nein, ich bin Dresdner. Wahlallgäuer. So. So, da bin ich jetzt dabei, beim Kocher. Jetzt, wo du herkommst, da kommst du auch Schweinsbraten. Da haben wir auch Schweinsbraten. Die bayerische und die sächsische Küche ist ja ziemlich identisch. Ja. Wir haben dann natürlich das Meißner Kringelschwein. Das Meißner Kringelschwein? Ja, so heißt das. Lachst du ja kringelig. Und wir haben jetzt hier das Landschwein vom Bodensee. Ja, die schwäbische Landsau. Knödel. Drei. Mit viel Liebe. Oh, 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 oh. Gleich ist es anyway, Mann. Das wird knirschen noch bei den Gästen. Du hast mehr gesehen. Das ist die Frische. Ja, schaut schon gut aus. Also, jetzt batzen. Jawohl. Vollgas. Mit immer schon mal Knödel. So batzen. Karamellisiert obendrauf. Ja, da schauen wir, das wird. Ja, sieht gut aus. Ja. Jetzt wird's langsam. Ja. Das Gewicht der Knödel ist beim Andreas normiert. Runde 160 Gramm ist die Vorgabe. Das passt, sagt mein Gefühl. Der nächste. Und jetzt kein Witz. 162. Der Wahnsinn. Standardmaß. Jetzt braucht ihr Fernseher einen Essensausgabeschacht, gell? Das war was. So.
Jetzt sitze ich bei Herbert und dem Michi. Oder Michel sagt sie es da, oder? Herbert und Michel, ja. Aber heute mit dem Stefan dabei. Richtig. Normalerweise heißt es zu zweit. Also wir spielen normal zu zweit, ja. Ja. Und der Stefan ist dein Bub. Der ist mein Bub, ja. Der hat es halt, wenn wir größere Sachen haben, dann unterstützt er uns. Was ich fragen wollte, Herbert, was sind die Besonderheiten der Allgäuer Musi? Wie kann man die charakterisieren? Also Besonderheiten sind, dass der Jodler ist eine Besonderheit. Das ist Schweizer Charakteristik. Das ist anders wie vom Oberbayerischen. Also das ist ganz anders wie Oberbayerisch. Und wir haben von der Schweiz reich viele Jodler. Mhm. Und das prägt eigentlich die Jodler oder den Musikstil auch vom Allgäu. Mhm. Das, was wir zuvor schon gehört haben, vor allem das, die Metzenberger Wirtin, das ist aber auch eine Besonderheit irgendwie, oder? Ja, das ist meine Mutter. Aha. Die Wirtin vom Metzenberg ist meine Mutter. Die war 29 Jahre auf einer Alpe. Die Alpe hat Metzenberg geheißen. Oder die heißt nur Metzenberg. Aber meine Mutter ist nochmal oben. Und der hat mir mal das Lied geschrieben, die Wirtin vom Metzenberg. Schön. Und wo spielt es heute so umeinander? Also, wo kommt es zusammen? Wo spielt es? Ja, wir spielen natürlich da in Misse, im Sudabend spielen wir ab und zu. Sudabend? Sud, wie heute auch, wo sie das Bier machen. Ja. Dann auf so Alphütten, wo sie einmal Kässpatze essen. Natürlich Geburtstag und sowas. Jeder, der uns will, kann uns buchen natürlich. Und so wie ich das gerade verstanden habe, immer wo es ein Essen gibt. Immer wo es Essen gibt, hast du recht. Ja. Ich habe gerade ein Schwein gemacht da draußen wartet ein Schweinsbraten auf ihn. Dann hören wir ja noch mehr ein Stückchen von ihm jetzt, oder? Ich würde schon sagen, ja. Was hören wir? Jetzt hören wir noch hat das tolle Stückchen vom Silo. Ihr wisst ja alle, was ein Silo ist, wo man jetzt noch hat mäht. Mehet Silo. Richtig. Da bin ich jetzt gespannt drauf. Er lacht schon so verrückt. Seit 40 Tagen hängt schon das Mehwerk dicht. Jetzt braucht nur noch Sonne lachen, noch nicht mehr das Krachen. Der Barometer verspricht, das Wetter sich richt. Fünf halbe auf der Karre, und noch muss noch fahren. Kennst du das schon, oder? Ich kenn das. Super. Ich war der Name, dass man elf Jahre kam. So tue ich noch an und verlinke, dann kann ich noch schicken. Oberallgäuer, ihr wisst vielleicht schon, dass der Oberbayer jetzt gerade zusammenbricht vor dem Fernseher. Da in dem Schäfflerbräu eine richtige Würz- und Maispfanne ist, oder Alexander? Ja, genau. Alexander ist nämlich der Braumeister, wir kennen uns schon, sagen Ihnen gleich warum, aber das steht in der Gaststube herinnen. Und was macht es damit?
Also wir brauchen da alle 4 Wochen machen wir einen Sudabend und da brauchen wir unser eigenes Bier. Also 50 Liter Bier können wir da machen und das ist eine Art Versuchsanlage, da können wir also Versuche fahren und mal was ausprobieren. Da dreht sich schon rundum da drin, da ist jetzt die Maische drin. Ja, das ist jetzt schon die Würze. Und Markus, wenn du gerade da bist, kannst du gleich mal die Hopfengabe rein. Du. Ja, da tue ich, das mache ich gern. Da kommen nicht zu wenig rein. Da. Reiten aber nach, schon rein. Ja. Ja, ich hab schon Obacht. Also darf ich auch mehr rein. Du musst auch mal riechen. Du hast schon Hopfen halt. Sauber bitter. Was ist für eine Sorte? Das ist ein Hallertauer. Ja. Perle. Perle. Perle, genau. So. Gelernt ist gelernt. Jetzt klangt schon ein bisschen mehr rein. Na, da kannst du alles nicht. Dann kann man alles sein. Perle. Sehr gut. Was drin ist, ist drin. Das gibt nämlich die Würze dann, der Hopfen, genau. Oder die bittere. Genau. Der Hopfen macht die bittere im Bier, ja. Ja. So, da ist der Läuterbottich, ganze Anlage. Ihr macht es also da maximal 50 Liter. Aber wie das natürlich im großen Stil hergeht, das sehen wir hinten in der Brauerei. Und da haben wir zwei heute schon mal durchgeschaut durch diese Brauerei. Gell? Schauen wir uns an jetzt. Das, meine ich, ist die Quelle der guten Stimmung. Flaschen aussortiert, die nicht ganz sauber geworden sind. Sichtprobe. Das Ganze geht natürlich auch computergesteuert oder eben mit Augenmaß. Fehlfüllung. Das kann man verkosten. Ja, gut ist. Gut ist. Ich glaube, ich wechsle den Job. Ich werde Fehlfüllung verkosten. Prost. Das sind gewiss keine Fehlfüllungen. Guten, Herr Bürgermeister. Danke. Schmeckt's? Ganz hervorragend. Nädler? Nädler, genau. Nädler, was glaubst du? Halb ist schon weg. Ja, was glaubst du? Ja, hat er geschmeckt. Ja, ja, wunderbar. Wunderbar. Was glaubst du, wie schwer so ein Knödel ist? So ein Knödel? Ja. Gewicht? Mei, was hat der? 120 Gramm? 162, ganz genau. 162, ja. Genau. Ja. Ist das genormt? Ja, aber ja, der hat ungefähr so 160, 162. War gut. Ja, war gut. Knirscht da nicht, sagen wir, dass mal irgendwie eine Schale drin war oder so. Nein, passt schon. Gut. Knirschen, da sind wir Knödel. Das ist jetzt. Nein, auf keinen Fall. Gut ist gegangen. Hat er nicht mein Knödel erwischt mit den Eierschalen. Passt schon. Abgefangen! Thank you.
sind wir wirklich so gut drauf. Nicht gerade für den Fernsehen. Uns der wichtigste gescheiter Kaffee. Noch ein Bier. Ja. So, kommt auf die Tagesform. Okay. Was wichtiger ist. Vormittags der Kaffee, abends Bier. Ja. Ja, ja, so ungefähr. Okay. Und nachmittags ein Kaffee und mittags einen. Okay, alles klar. So, Dankeschön. Jetzt auch. Bitteschön, gell? Wunderbar. So, tust du ein Glas Bier oder trinkst du ihn selber? Den trinke ich selber, Claudia. So. Wenn ich einen Espresso in der Hand habe, den serviere ich nimmer. Soweit, dass wir an der Schenke landen. Zu guter Letzt vielen Dank, ganz herzlichen Dank der Wirtsfamilie Grassl, der Claudia, dem Hans-Peter, der Nadine und dem Sebastian. Haben wir wieder was gelernt heute, gell? Dass wir meinen, Allgäu sanfte Wiesen, sanfte Berge, Leute auch sanft, dabei tragen die gleich so auf heute. Aber so heiz, gell? So sind wir. Amen. Ja, und wenn Musikanten dabei sind, dann wird es lustig und kehrig. Schon? Ja. Und das war's. Musik und Gesang im Wirtshaus heute aus dem Brauereigasthof Schäffler in Missen-Wilhams. Diesen Abend möchte man nicht missen. Prost. 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 Jawohl.